Hallo liebe Leute, es geht weiter mit Christmas Stories der Nussknacker. Wir waren zuletzt hier beim Katzenrätsel und da sollte ich mir die richtige Reihenfolge merken. Das habe ich jetzt offline gemacht und die Reihenfolge ist, ich gucke mal auf meine Notizen, pink, rot, grün, gelb, blau. Pink, rot, grün, gelb, blau. Ich habe mit rot angefangen, ne? Pink, rot, grün, gelb, blau. Die ändern sich immer, ne? Das geht irgendwie nicht. Warum nicht? Moment, dann gehe ich nochmal zurück. Wo stand das jetzt hier? Pink, rot, grün, gelb, blau. Doch, die Reihenfolge ist doch richtig. Oder habe ich das falsch gelesen? Aber es, warte mal. Ich gehe nochmal zurück. Wo ist denn das jetzt? Da. Genau, man... Nee. Ich dachte, man könnte jetzt die Farben hier wechseln, ändern. Pink. Jetzt ist Pink vorne. Dann kommt Rot. Rot soll aber dann hier hin. Wie kriegt man das denn hin? Aber irgendwie kann ich ja auch noch gar nichts machen. Also ich habe es zwar hingestellt, aber... Die machen nur miep, 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 aber kann ich mit denen jetzt wirklich schon arbeiten? Hm. Ist das wirklich, soll ich das jetzt wirklich hier tun? Nee, oder doch? Ich gehe mal woanders hin, damit ich auf der Karte sehe. Doch, es ist aber Gold. Also ich soll das jetzt schon machen können. Warum kann ich es dann nicht machen? Die machen die Augen immer so einmal kurz zu. Der blinkt jetzt mit mehreren Augen. Mhm. Also mit Pink soll ich ja anfangen. Rot. Die ändern sich dann immer. Das ist voll komisch. Also ich muss sagen, die Rätsel sind nicht ohne in diesem Wimmelbildspiel, finde ich. Muss ich das irgendwie schnell genug machen? Muss ich irgendwie doppelt drücken? Warum blinken die Augen manchmal? Und dann sind die auch vertauscht wieder. Das ist irgendwie komisch. Gelb, blau. Also blau soll ja nach hinten. Ist der jetzt getauscht? Ja, jetzt ist nämlich blau hier. Irgendwie kann ich die tauschen. Jetzt ist der da. Pink, rot. Alles klar. Ich konnte die irgendwie tauschen. Man musste so ein bisschen einen Augenblick warten. Wenn man beide angeklickt hat, haben sich die Farben dann getauscht. Gut, geschafft. Ich dachte schon wieder, ich schaffe das nicht. Oh, das sieht ja mysteriös hier aus. Was ist das? Aber echt.
Ja, okay, kannst du das hier nehmen, reparieren? Es ist zu schwer, er ist zu schwer, wenn ich nur die Schwerkraft aufheben könnte. Da ist noch eine Puppe. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt jetzt noch weiter was machen können. Ich gehe sonst einfach wieder. Ne? Mach die Tasche auf. Nimm die Handschuhe und die Münze und ohne Stiel ist ein Spitzhacker nicht zu gebrauchen. Nee. Das kann sehr gut sein. Ich hatte doch im Haus, ich will mal ins Haus. Da war doch hier dieses, wo man Geld reinwerfen sollte oder so, genau dieses Ding hier. Da habe ich jetzt auch 3 von 3. Alle rein damit. Und was kriegen wir? Goldene Bolzen wieder. Was starrst du denn an? Ist das eine Eule? Ja, ist es immer noch. Stell dir vor. Ja. Gut. Dann hier gibt es wieder was zu tun. Vielleicht die Kachel oder so. Passt das Ding da rein? Nach einem runden Schlüssel suchen wir. Okay, das passt nicht. Aber die Kachel, die passte doch auch irgendwo rein. Hier, die Handschuhe für das Ventilrad. Super. Ich bin ja nicht zimperlich, aber ich hätte wirklich gern Handschuhe. Hast du doch. So, jetzt habe ich nämlich auch alles. Jetzt habe ich einen Erzklumpen auch noch. Gehen wir mal wieder raus und weg und da hinten hin. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich hier wieder noch was schmelzen kann. Nee. Na gut. Kann ich mir hier noch was nehmen? Kohlen sind immer noch heiß. Vielleicht brauche ich die Hitze für irgendwas noch. Weiß ich nicht. Das Ventilrad, kann das noch irgendwo. Ach, warte, ich benutze wieder die Karte, sonst irre ich immer so ein bisschen dusselig durch die Gegend. Hier. Moment, das bringt doch nichts, oder? Kann ich das Ventilrad hier irgendwie ranschrauben? Ja. Okay. Und ein Wimmelbild bestimmt. Genau, da unten im Abfluss. Da suchen wir jetzt ein paar schöne Sachen. Herrlich. Wir suchen eine Ente, die hab ich schon. Und ein Parfüm und ein Fischernetz. Kammbrille, Schusswaffe. Das war der Spiegel. Ich suche aber eigentlich die. Da ist die Brille. Schusswaffe. Klar, dass ich die nicht finde. Ring viermal. Eins, zwei, drei, vier. Ein Tamburin und Glocken. So, Totenkopfglocken. Glocken, 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 Glocken. Was bin ich denn so blind im Moment wieder? Ich finde schon wieder gar nichts irgendwie. Da ist das Tamburin in Sternenform. Und jetzt noch die Glocken. Ja, gut, kümmern wir uns um die Blume mal. Die muss ja hier auch irgendwo sein. Das waren die, ach, das waren die Glocken. Okay. Vielleicht sollte ich manchmal auch nach anderen Dingen suchen. Was ist hier? Kirschen im Eis. Leider ist es kein Speiseeis. Kirsche. Kann ich das irgendwie schmelzen, das Eis? Was soll ich jetzt hier genau tun?
Hier kann ich was nehmen. Ach, ein Eispickel, okay. So komme ich an die Kirschen, alles klar. Blume. Da ist eine Blume. Wo soll das ran? Hier ran? Alles klar. Die habe ich auch. Was jetzt mit der Schusswaffe? Ich sehe ein Schwert. Das ist schön. Hey. Komm, die Schusswaffe, wo ist sie? Ach da, nee, die habe ich gar nicht entdeckt da oben. Alles klaro, so, jetzt habe ich so ein tolles Netz. Kann ich da mit den bösen Typen einfangen? Nein, kann ich nicht. Gut, dann gibt's glaube ich noch woanders eher wieder was zu tun. Und zwar dort. Ich muss die Insel näher ziehen. Im Netz bestimmt. Ah. Ich brauche das Netz nicht mehr. Vielleicht kann ich es zerschneiden. Der Nadel? Ich hab doch nichts. Mit ihm hier? Ja, mit unserem Nussknacker. Toll. Er läuft selber weg. Prima, die Ratten fürchten sich vor dir, Nussknacker. Du bist ein unbesiegbarer Weihnachtskrieger. Yeah, unser Once Weihnachtskrieger. upon a time, the Rat King was just a lowly lab rat. His master was a genius named Argus, who was tasked by the royal family to discover the formula for the sorcerer's stone. He wanted to change ordinary objects into gold. Argus had had great success blurring the lines between science and magic. He took risks, ignoring the fact that the smallest miscalculation could have disastrous consequences. Argus nearly destroyed the city with one of his experiments. The royal family outlawed his work. Das ist ja nicht so schön. Meister der Gravitation, finde deinen ersten und so weiter. Ja, okay, das werden wir unten bei diesem komischen Troll machen müssen. Gut. Den Schlüssel haben wir ja noch, den finden wir vielleicht da unten bei dem Trolltypen. Dann sollen wir da bestimmt jetzt hin. Genau. Dann, wie geht das jetzt? Ah, so. Aha. Hier haben wir das andere Buch und. Und den machen wir jetzt heile und dann machen wir den Typen fertig. Wenn ich ihn so benutze, fällt er bloß auseinander. Was mache ich denn dann? Weiß ich nicht. Kann ich den irgendwie. Bevor ich den Hammer schwinge, sollte ich die Teile besser befestigen. Ja, ich. Wie befestigt man denn sowas? Ich hab. Was weiß ich? Ich hab ja nix. Nee. Den kann ich, glaube ich, noch nicht so befestigen. Aber wir können halt zurück und das Buch reinsetzen. Was aber nicht hier war. Aber wenn wir den Mega-Hammer haben, dann können wir überall da diese Steine kaputt hauen. Das sehe ich schon kommen. So, Bücherregal. Buch rein mit dir. Aha, was ist das? Argus was exiled from the kingdom, but he didn't give up his research. He was on the verge of a great discovery. Argus was banned from the royal lab, losing access to the kingdom's great scientific resources. He decided to use his lab rat as a spy. Argus thought he was training a harmless little spy. He never imagined the monster he'd created, the Rat King. Was born. Das ist ja interessant. Ich finde es total toll, dass hier so eine Hintergrundgeschichte auch entworfen wurde. Die Truhe ist verschlossen. Aber ja, also ist da noch was drinne? Mit den fehlenden Edelsteinen ließ sich dieses Ding öffnen. Ach so. Ist das hier auch einer? Ich habe keine Ahnung. Nee,
Alles klar, gut. Was habe ich jetzt? Die goldenen Bolzen. Aber wofür waren die jetzt? Also es ist so viel zu sammeln immer. Ich vergesse es einfach immer. Hier. Ach, mit den goldenen Bolzen kann ich den Hammer bestimmt jetzt festschrauben, ne? Alles klar. Coole Sache. Aber wo ist er? Der hängt da noch. Ich dachte, den hat er schon. Oder sie eher. Okay. Alles klar. Und nochmal drauf. Komm. Der ist noch nicht besiegt. Das ist schon ein bisschen bösartig. Und vor allem, mach doch einen Schlag mit kaputt und nicht hier mehrmals immer drücken müssen. Und da fängt die schöne Weihnachtsmusik wieder an, als wäre nichts gewesen. Alles klar. Ich benötige etwas, das in die Aussparung passt. Habe ich doch glatt. Jetzt kommen aus den Seiten Maschinengewehre raus und wir sind tot. So, es muss eine Verbindung zu den anderen Brunnen im Tempel geben. Ich sollte sie reparieren. Ich muss alle Brunnen reparieren. Ja. Was haben wir hier? Sieht ja auch schön aus. Irgendwie giftig. Igitsäure, aber sie könnte nützlich sein. Für das hier? Keine Ahnung. Das funktioniert erst, wenn ich es repariere. Dazu muss ich die fehlenden Zahnräder finden. Schon wieder Zahnräder. Ich hasse es, Wasser so zu verschwenden. Ja, mach es dir zur Aufgabe und rette die Welt. Das Rohr ist verstopft. Kann ich das damit schon mal rausholen? Ja, kann ich. Immerhin schon mal eine Sache, die ich machen kann. Das ist schön. Also der Brunnen ist jetzt schon mal repariert, ja? Das ist toll. Da fehlt mir noch so ein Rohrstück. Was mache ich denn mit diesen Gravitationssteinen eigentlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Wo sollen wir als nächstes hin? Da nicht. Da sind wir. Da auch nicht. Also bin ich schon richtig hier oder was? Ja, anscheinend schon. Ja, dann geh doch mal raus hier aus dem Bild. Hallo. Ja, dann eben so. Vielleicht irgendwas mit der Säure? Da werfe ich alle meine Freunde rein. Ja, und dann habe ich keine mehr. Ich habe aber auch keine Zahnräder, ich habe nichts. Ich brauche einen Tipp. Im Tempel sind nun an den Wänden mehrere Brunnen zu sehen. Nimm den runden Schlüssel aus dem linken Brunnen. Da war ein Schlüssel. Oh, da war ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Donut. Und das wird der runde Schlüssel für das Buch sein. Also gehen wir wieder zum Buch. Genau. So. Toll. Was steht jetzt? Die Steine kommen mir irgendwie bekannt vor. Muss ich die da so reinsetzen? Alles klar. Den auch? Nee. So, nun? Die Steine müssen irgendeine Bedeutung haben. Ob meine Steine hier reinpassen? Ja, tun sie ja schon. Aber irgendwie reicht das nicht. Doch, es reicht. Wir kriegen jetzt sogar was. Für zwei Steine kriege ich nämlich auch Sachen. Das ist ja toll. Dann kann ich ja die Sachen reparieren. Selbst ein Installateur würde ein solches Rohr nicht mit bloßen Händen abmontieren. Dafür haben wir jetzt unsere Werkzeuge. So, und dann bringen wir das mal zurück, würde ich sagen. Jetzt können wir immer schön hin und her laufen. Das macht ja auch immer riesig Spaß.
Tada, jetzt kriege ich wieder einen Schlüssel. Nein, einen Stein, natürlich. Weil mit dem Stein, den kann ich jetzt wieder einsetzen und wieder schön zurücklaufen. Gut, dass wir die Karte haben. Einsetzen, jetzt kriege ich wieder was. Bald können wir nach drüben gehen. Der Stier ist gut befestigt, aber mein kleiner Freund hat ein Schwert. Du bist so toll, Nussknacker. Mein Nussknacker hat ein Schwert und weiß, wie man es einsetzt. Ganz toll. Aber am Ende wird er, selbst wenn er zurückverwandelt ist und der tollste Kerl der Welt ist, dann wird er trotzdem die andere wollen. Und wer sind wir überhaupt? Irgendeine Prinzessin, die denen hilft. Und am Ende sind wir ganz alleine. Ja, so ist das wirkliche Leben. Die schöne Geschichte ist nur für die anderen. So, ich habe jetzt hier den Stiel für die Spitzhacke. Das ist prima. Jetzt können wir mit der Spitzhacke hier alles eindemolieren. Und unsere Wut rauslassen, dass der Nussknacker nicht sie will. Mhm. Das ist die Drachenplatte. Ich weiß genau, wo die hingehört. So. Ach ja, mein liebes Spiel. Dann fang doch jetzt an zu ruckeln. Mir doch egal, denn wir sind jetzt sowieso gleich durch hier. Und was kriege ich? Was ist das denn? Nun mach mal hinne hier. Ja. Ich habe irgendwas eingesammelt, was ich bestimmt, vielleicht, keine Ahnung, mit der Säure zerkleinern kann oder auch nicht. Auf jeden Fall werden wir es im nächsten Part von Christmas Stories der Nussknacker sehen, weil mein Spiel jetzt hier so schön vor sich hinruckelt, mache ich einen Cut, denn die Zeit ist sowieso vorbei. Und dann sehen wir uns flüssig laufend wieder im nächsten Part. Bis dann!